Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute reagieren wir zusammen auf Zwischensequenz bei Genshin Impact, Kampf zwischen Frost und Flamme. Als Natlan in Gefahr war, traten auch die Fatui aufs Schlachtfeld. Der Zustand und die Worte vom Capitano lassen alle mit mehr Zweifeln zurück und der Pyro-Archon hat weiterhin keine Zweifel an ihrem Plan. Ist ein bisschen lustig, der Zustand und die Worte vom Capitano lassen alle mit mehr Zweifeln zurück und der Pyro-Archon hat weiterhin keine Zweifel an ihrem Plan. Der Satz ergibt irgendwie nicht wirklich Sinn, weil alle haben Zweifel, aber der Pyro-Archon hat weiterhin keine Zweifel. Okay, aber egal. Also man versteht schon, was sie sagen wollen, aber ich glaube, es ist schlecht übersetzt oder so, keine Ahnung. Liest sich halt auf jeden Fall ein bisschen komisch. Auf jeden Fall haben wir diese Zwischensequenz natürlich alle schon gesehen, die den Archontenauftrag bereits gespielt haben. Erster und zweiter Akt in Natlan. Aber ich wollte es sowieso nochmal als extra Video hochladen oder nochmal rausschneiden aus dem Stream, weil ihr habt wahrscheinlich gesehen, die Archontenauftragsvideos, die sind ja so ultra lang, weil ja ein Auftrag geht ja immer mindestens 40 Minuten oder so, manchmal auch über eine Stunde. Und das halt 5-6 Mal oder so. Es ist schon klar, dass sich das nicht jeder komplett anschaut. Verstehe ich natürlich. Aber jetzt dachte ich mir, jetzt haben sie es eh nochmal extra hochgeladen. Naja, dann können wir es uns einfach nochmal zusammen anschauen, drauf reacten. Und genau, eine Sache will ich direkt vorwegnehmen zum Design vom Capitano, weil da gab es schon in Anführungszeichen eine Debatte. Und zwar habe ich gesagt, dass der Helm offen ist von ihm und er seine Gestalt halt irgendwie verschleiert mit seiner Fähigkeit oder mit einer seiner Fähigkeiten. Und da hat jemand gesagt, nee, er glaubt, dass es wie ein Motorradhelm ist. Und ich habe da dabei gesagt oder so einen Screenshot gezeigt und hier sieht man es jetzt auch richtig gut. Deswegen wollte ich es jetzt kurz sagen. Er hat halt im Inneren hier diese Ketten und das heißt halt auf jeden Fall, falls da wirklich ein Visier oder so nochmal drin ist, dann müsste das ja versetzt, weil ich meine, da kann ja keine Kette angebracht sein, wenn da ein Visier ist. Das heißt, wenn überhaupt, müsste das Visier nochmal einen Zentimeter weiter hinten liegen und der Helm ist jetzt nicht so riesengroß oder nicht so richtig lang. Ich meine, er ist eigentlich relativ passend. Das heißt, wenn da wirklich ein Visier wäre, wäre sein Gesicht wahrscheinlich literally ein Millimeter vom Visier oder so, dass er da wahrscheinlich auch die ganze Zeit beschlagen würde und für ihn wahrscheinlich das halbe Gesicht eindrücken würde. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass das tatsächlich eine seiner Fähigkeiten ist und er seine Gestalt einfach nur verschleiern kann. Und macht ja auch Sinn, ich meine, es gibt ja mehrere Fatui oder mindestens einen weiteren Fatui auf jeden Fall, der auch eine Maske trägt und so. Also macht ja auch Sinn, dass der nicht unbedingt will, dass jeder genau weiß, wer er ist und so. Hat ja auch Vorteile, wenn keiner weiß, wer du bist, so ungefähr. Also ja, keine Ahnung. Ich meine, das ist ja auch nur eine Theorie von mir. Ich meine, ich kann es nicht sicher sagen, aber ich meine, macht halt irgendwie für mich keinen Sinn, dass da ein Visier davor ist, weil der Helm offensichtlich so designt ist, dass er offen ist. Aber egal, so viel dazu. Und ja, der startet jetzt hier direkt mit dem Kampf, glaube ich, oder mit dem Auftritt von Capitano. Der Typ hat Glück, dass er noch lebt wahrscheinlich, der Typ, der da gerade reingelaufen ist. Den hätten sie auch mal schnell platt machen können und da reinschmeißen können, um ihre Ankunft anzukündigen. Einer der coolsten Auftritte aller Zeiten. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie ausgerechnet die beiden größten Fatui-NPCs mit reingeschickt haben. Weil schaut mal, wie klein Capitano jetzt hier von dieser Top-Down-Perspektive aussieht. Ich meine, natürlich, er steht ja auch weiter vorne und so. Aber der Capitano ist der größte Charakter, das größte Charakter-Model von den vermeintlich Playable-Charaktern bisher, soweit ich weiß. Also, ich habe so Sachen auf Twitter gesehen, wo sie halt Risley und ihn verglichen haben. Und Risley ist, glaube ich, Stand jetzt der größte. Weil er, glaube ich, fast genauso groß ist wie Novelette und Jongli. Also, die sind fast alle gleich groß. Aber auf jeden Fall soll Capitano nochmal so 1-2 Zentimeter größer sein. Ist natürlich nicht viel, keine Frage. Aber sollte er jemals spielbar werden, dann wäre er der größte Charakter im Game. Auch wenn es nur wenig ist. Also, wird wahrscheinlich kein großer Unterschied sein. Oder vielleicht würden sie es auch noch ändern, keine Ahnung. Aber Stand jetzt wäre es wohl. Und, deswegen finde ich es halt schade, dass man seine Größe hier nicht auch ein bisschen zur Schau gestellt hat, indem man halt zum Beispiel den Pyro-Schützen und den Geo-Zauberer reingeschickt hätte, weil die haben ja, glaube ich, auch so relativ ja, normal große Character-Models, so einfach normale Mensch-Models quasi, oder den Schuldeneintreiber oder so. Genau, und stattdessen schickt man hier die beiden Größten mit rein. Klar, sieht natürlich gefährlicher aus, wenn man hier die großen Big Boys mit reinschickt sozusagen, aber finde ich halt, kommt er jetzt nicht so gut zur Geltung, aber letztendlich ist es ja auch Wurst. Er ist ja trotzdem viel stärker als die alles zusammen, von dem her. Und seit der Oath, made 5 centuries ago, remains unfulfilled. What use is the Gnosis in your hands?
I don't know what you mean. But it sounds like this is about more than the Tsaritsa. Ich finde die Sonnenbrille irgendwie so unnötig im Kampf. Sieht man da nicht eher schlechter? Naja, wobei bei ihren Fähigkeiten, die sind so hell, macht es wahrscheinlich sogar Sinn. Es reached an impasse. And now it falls to me to create new rules for Natlan. But before the dawn of a new age, the old must be destroyed. Das ist halt auch so ein Ding mit seiner Stimme. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass er noch ein bisschen eine tiefere Stimme hat. Also ich meine, seine Stimme ist tief und auch ein bisschen gefährlich wirkend. Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also ich würde nicht sagen, dass er fehlbesetzt ist. Aber noch so ein Ticken tiefer hätte ich gefeiert. Also selbst wenn sie es quasi künstlich gemacht hätten. Solange er halt diese verschleierte Gestalt hat, solange man nicht mal weiß, wie er aussieht im Endeffekt, ja, hätte ich das eigentlich schon gefeiert irgendwo. Aber gut, genau. Nee, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Und auch cool, dass er sein Schwert einfach aus dem Nichts zaubert. Pretty cool. That's the end of your speech. Good. People like us. Let our blades do the talking. People like us, also sie meint sich und ihn. Heißt, sie stellt sich auf eine Stufe mit ihm. Also wahrscheinlich zumindest von den kämpferischen Fähigkeiten her. I guess. Der Kick ist richtig geil. Den habe ich im Archon-Auftrag gar nicht so richtig wahrgenommen, diesen Kick. Er kickt sie halt einfach volle Kanne in die Luft. Schon heftig. So safe die coolste Zwischensequenz aller Zeiten, auch von den Animationen her. Ist richtig nice. Ganz ehrlich, wenn sie uns einfach ein Anime geben würden, der genau so ist, ne? Wären doch alle zufrieden. Ich meine, klar, von der Grafik her oder so, ich meine, es ist halt so eine Videospielgrafik. Ich meine, wäre natürlich schon cool, wenn es noch irgendwie mehr Anime-mäßig wäre oder mehr Anime-serienmäßig wäre oder so. Aber rein vom Ding her ist das schon echt, also mehr wollen wir ja gar nicht. Dann gebt uns einfach den verdammten Anime, den ihr vor literally 3 Jahren angekündigt habt. Gibt immer noch keine neuen News dazu, soweit ich weiß. Das ist geisteskrank. Keine Ahnung, warum es so lange dauert. Vor allem, wenn sie jetzt, also mal angenommen, der Anime, also ich glaube, er soll ja gar nicht die Story vom Spiel wiedergeben, aber ist ja egal, vollkommen egal, was der Content vom Anime wäre, selbst wenn es das Spiel wäre, sie haben schon so viel Content im Spiel, weil da könntest du halt literally 300 Folgen Anime machen, 10 Staffeln wahrscheinlich, und du würdest noch nicht mal in Natlan ankommen. Also, kommt halt drauf an, wie viele Filler-Folgen, wie viel du reinpacken willst, theoretisch, aber ich meine, also da kannst du so viel rausziehen, also check nicht, was da so lange dauert. Das ist mehr ein Rätsel. Aber ja, so ein klassischer Fire- und Eiskampf. Findest du auch nice, wie sie plötzlich einfach anfangen zu fliegen und dann gefühlt kämpfen wie bei Dragon Ball oder so. Ist auch ziemlich crazy. Hier finde ich es komisch, man hat gesehen, dass seine Waffe zerbrochen ist. Keine Ahnung, was mit Mabuikas Waffe passiert ist. Wahrscheinlich wieder nicht genug aufgepasst. Hat man da, Moment mal, hat man da nicht gerade sogar eine Nase bei ihm gesehen? Hat man da nicht gerade den Umriss von der Nase gesehen? Hold up. Das würde meine Theorie bestätigen. Also ich meine, gut, kann man jetzt so und so sehen, aber wenn das ein Visier ist, I don't know. Und schaut mal, wie unförmig das ist. Also hier, ich meine, ja, gut, da kann man jetzt natürlich sagen, ja. I don't know. Also, ja, ich meine, gut, eine Nase ist es nicht. Zugegebenermaßen, eine Nase ist es nicht. Nee. Ja. It's hard to tell. Es ist echt schwer zu sagen. Man wäre ein komisches Visier, wenn das hier mittendrin einfach so gebogen wäre. Ja, keine Ahnung. Unmöglich zu sagen. Ja, wobei, never mind, so zwei. Moment mal. Das wird immer stärker. Das wölbt sich immer stärker. Wait a minute. Machen wir mal Wiedergabegeschwindigkeit hier. Wait a second. Sorry für den Sound. Ich mach mal kurz den Sound aus. Genau, schaut mal hier an. Hier ist es noch relativ gerade. Schaut euch das an. Und jetzt ist es voll krass gebogen. Deswegen habe ich gedacht, es sieht aus wie eine Nase, weil es hier so krass gebogen ist. Es biegt sich immer weiter.
Also ich würde sagen, das spricht dich gerade für ein Visier. Warum zum Teufel verbiegt sich so ein Helm so krass? Alles andere verbiegt sich ja auch nicht. Man könnte einfach nur ein Fehler in der Animation natürlich sein, theoretisch. Und genau, hier sieht es jetzt aus wie eine Nase. Deswegen habe ich gesagt, eine Nase, weil hier ist es ein richtig gekrümmt plötzlich. Ah, interesting. Es krümmt sich immer weiter, zieht euch das rein. Damn. Also, wenn das ein Visier ist, dann fresse ich einen Besen. Also, ich weiß, es kann ja gar nicht sein, dass sich das so krass biegt. Aber, wie gesagt, also, kann man jetzt so überhaupt nicht sagen, natürlich, theoretisch. Oh, hoppla. Und let's go. Die Handlanger einfach mit platt gemacht. Who cares? Who cares about them? Gibt ja auch so einen richtigen Fan-War gerade zwischen Capitano-Fans und Mabuika-Fans, wer von beiden stärker ist. Man kann man natürlich auf... Also ich meine, ich persönlich bin mehr ein Capitano-Fan. Jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, dass er stärker ist. Also ich würde schon sagen, persönlich. Aber, oder ich würde es mir wünschen. Aber an für sich ist das ja gar nicht so wichtig. Aber da ist halt so ein richtiger Kampf entbrannt zwischen den Fandoms sozusagen. Und ich finde es halt deswegen blöd, weil der Kampf ist ja noch gar nicht vorbei. Also ich meine, klar, wenn sie jetzt irgendwann Capitano besiegen zu fünft oder so, dann kann man natürlich sagen, ja, wow, sie waren auch zu fünft oder so. Aber der Kampf hier, finde ich, geht halt echt einfach unentschieden aus. Also keiner von beiden ist stärker. Weil man kann natürlich sagen, jetzt wegen der Verletzung von Capitano, ja, natürlich, er ist offensichtlich verletzt, aber gerade eben hat man ja Mabuika gesehen, sie ist gelandet und atmet extrem schwer. Also wirkt jetzt auch nicht gerade so, als könnte sie jetzt einfach hingehen und ihn mal schnell umbringen. Also vielleicht ist sie minimal noch, vielleicht noch 5% mehr Power, aber auch sie ist eigentlich fertig, sie hat nur die Verletzung nicht, I guess. Also hat er da mehr Glück gehabt oder ist besser davongekommen. Aber ich würde sagen, der Kampf war basically unentschieden, würde ich persönlich sagen. Minimal in ihrem Favor, I guess. Aber da, wie schwer sie atmet. Ihre Haare brennen nicht mehr. Also offensichtlich hat sie auch ihre ganze Power eingesetzt. Also ich denke mal, da kann man sich schon auf den Unentschieden erstmal einigen. Send word. The captain and his followers must be apprehended. Alright. Ja, wie gesagt, coolste Zwischensequenz, würde ich sagen, bisher auch richtig lange, richtig ausführlich. Man sieht mal richtig Power und so. Finde ich einfach cool. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Außer natürlich, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Was sagt ihr zu der Zwischensequenz? Könnt mir gerne eure Verschwörungstheorien in die Kommentare posten. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Genshin Impact Video wieder. Schaut auf jeden Fall vorbei. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.